naja, Garten ist auch Physik. Hier ist so ein Gießanzeiger. Das ist ein, naja, so ein bisschen, sagen wir mal, wie poröses Keramikrohr. Hier ist ein Plastikrohr. Da wird dann insgesamt Wasser reingefüllt, ne? Kann man hier abmachen. Oben Wasser, unten Wasser reinfüllen. Dann wieder vorsichtig aufeinander stecken. Und jetzt kommt die verrückte Funktion. Wenn hier unten Wasser fehlt, weil es hier unten trocken wurde, logisch, dass das Wasser, wenn hier außen der Wasserdruck nicht mehr da ist, ja, dann ist der Wasserdruck hier in diesem Gießanzeiger natürlich höher. Was passiert? Und jetzt kommen wir zu der komischen und, also ich finde sie komisch, aber auch sehr sinnvollen Funktion. Ich habe hier drei solche kleinen Druckkörper. Und wenn Druck fehlt, drückt der Luftdruck diese Körper zusammen und der Gießanzeiger verneigt sich. Ich mache jetzt hier keine Werbung, sondern das ist ein wirklich schönes physikalisches Phänomen. Und es dient ja eher dem Unterricht und der Erkenntnis, dass auch überall, selbst im Garten und überall, Physik anwendbar ist und auch Physik wichtig ist. Gut, lassen wir es bis dahin. Ich werde dann die ganze Sache nochmal skizzieren und in Anführungsstrichen theoretisch erklären. Die praktische Seite haben wir ja gesehen. Na, hoffentlich kriegen wir es rauf. Da steht der Gießanzeiger, wenn wieder alles in Ordnung ist im Boden. Und ich denke mal, dann lassen wir es bis dahin bewenden. Bis denn, tschüss.